So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wer mich verfolgt, der weiß, ich habe ja schon mal die Capital Bra Pizza getestet. Capital Bra mit Rindersalami, Capital Bra Pizza mit Grillgemüse, Capital Bra Pizza mit Thunfisch und zum Schluss Capital Bra Pizza Sucuk. Sucuk fand ich bisher am schlechtesten, obwohl man nicht sagen kann, schlecht. Sie schmeckt halt einfach nach Sucuk, aber das war's halt auch. Also, wer Sucuk gerne isst, diese türkische Knoblauchwurst oder was das ist, kommt genau auf seinen Geschmack. Ich hatte aber trotzdem was Besonderes erwartet, eine besondere Sucuk-Variante, da ja eben die Salami auch spezielle Salami war mit Rindersalami, mit Hanfsoße, mit Creme Fraiche und so alles verfeinert, dass diese Capital Bra Rindersalami einfach eine ganz andere Note hatte als normale herkömmliche Tiefkühl-Salami-Pizzen. Auch bei der Grillgemüse, diese Joghurtsoßen, die da mit dabei waren, diese Creme Fraiche-Varianten oder Hanf Soßen oder sonst was oder keine Ahnung. Das hat irgendwie richtig ein anderes Feeling reingebracht beim Essen. Der Boden war sowieso super. Die war immer schön knusprig, immer schön lecker. Und auch beim Thunfisch habe ich das gehabt. Beste Thunfischpizza, ne? Wunderbar. Aber Sucuk war halt einfach Sucuk und fertig. Sonst nix. Die Sucuk war sowieso schon schwer, überhaupt da ranzukommen, weil die immer zu überall vergriffen war, immer zu überall ausverkauft. Sucuk hat am allerlängsten gedauert, Sucuk zu finden. Und dann hat sich der gute Herr Capital Bra gedacht, dass er einfach mal Eistee rausbringt. Das ist jetzt auch nicht mehr neu, das wisst ihr ja alle. Und da hat er den Brattee rausgebracht. Oder Brattee. Brattee, genau. Jo, Brate, was geht da? Brattee. Brattee. Jetzt verstehe ich das erstmal. Statt Lililili gibt's Brattee. Wegen Brate und so, so nennen die sich ja immer. Auf jeden Fall gibt's Bra-Tee, Brati, wenn man es behindert ausspricht. Da hatte ich aber auch dasselbe Problem. Ich bin losgezogen, habe gedacht, kaufst du dir mal Brattee? Nirgendwo gefunden. Dann Fach gefunden, Brattee, alles ausverkauft. Dann Fach gefunden, im nächsten Laden alles ausverkauft. Dann Fach gefunden, im nächsten Laden, guck mal, Brattee, Zitrone. Was jetzt nicht unbedingt was Besonderes ist, ist halt einfach Zitrone. Im nächsten Laden dann gefunden, Brattee, Pfirsich, wunderbar. Haben wir doch die zwei normalen Sorten endlich mal gekriegt. Was war weiterhin ausverkauft und nicht auffindbar? Granatapfel und Wassermelone. Von vielen habe ich gehört, Granatapfel soll wohl besonders schlimm sein und Wassermelone besonders dope, weil viele sagen, Wassermelone ist die beste Sorte, dass der so genial schmeckt. Und als ich es dann endlich geschafft habe, die Lieferung abzupassen, im Rewe Zehnder Hildburghausen, Junge, die haben gesagt, komm am Dienstag, Dienstag war ich da, da gab es keinen Tee, keine Lieferung mitgekommen. Jeden Tag bin ich hin, hab geguckt und dann am Donnerstagabend war es endlich soweit. Die Regale waren voll mit Bra-Tee und alle vier Sorten waren da gleichzeitig. Ich habe aber nur noch zwei Sorten gebraucht, nämlich Granatapfel und Wassermelone. Aber es war schon zu sehen, Wassermelone haben schon wieder die meisten gefehlt. Jetzt habe ich sie aber alle vereint. Jetzt seht ihr die hier. Da stehen die Brattees, ja, mit Zitrone, mit Granatapfel, mit Wassermelone, mit Pfirsich. Wir schieben das mal so hoch, dass wir das genau. Brattee, zack. Für das Thumbnail einfach, müssen wir ja mal machen. Jetzt habe ich das so verschoben, wenn ich euch hinstelle, seht ihr mich hier oben. Jo, was geht da? Brattee in the house. Wir wollen uns das jetzt aber mal in Ruhe angucken. Wie sieht der Brattee denn eigentlich aus? Was ist das Besondere am Brattee? Brattee Zitrone. Ihr habt hier überall immer nur Bra, 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 Bra stehen, alles voll mit Bra. Hinten habt ihr ein Bild. Capis Brattee ballert übertrieben krass. Schmeckt schön frisch, nicht zu süß, genau perfekt. Und das ist ein Zitat von Capital Bra. Schmeckt schön frisch. Wer redet denn so? Schmeckt schön frisch, nicht zu süß, genau perfekt. Also, ja, tu dir noch so einen Rollator dazu basteln, dann hast du auf jeden Fall richtig Teegetränk mit Zitronengeschmack, eiskalt genießen. Und wenn wir die mal rumdrehen, ihr habt
bei jedem Brattee hinten ein exklusives Sammelbild mit Zitrone und hier gangstermäßig sieht aus wie GDA. Bei Pfirsich haben wir auch wieder Brattee, ballert übertrieben krass, schmeckt schön frisch, nicht zu süß, genau perfekt. Pfirsichgeschmack habt ihr hier auch dabei. Ich mach mal mein Hand auf, da könnt ihr meine Pfirsiche besser sehen. Meine Brille hat auch eine Pfirsichfarbe, ich habe einen Bart. Das sieht irgendwie stylischer aus, muss ich schon sagen. Wahrscheinlich wegen dem Sexappeal, weil das Hemd auf ist, als das. Da sieht die Frisur aus wie ein Dulli. Ich versuche mir auch immer eine Dulli-Frisur zu machen, weil irgendwie, weiß ich nicht, dann ist das Leben halt viel lustiger. Dann habt ihr hier Granatapfel. Ballert übertrieben krass. Schmeckt schön frisch, ihr wisst Bescheid. Und was habt ihr hier? Ach du meine Scheiße, das sieht aus wie... Erinnert mich an jemanden, den ich nicht besonders gut mag oder gut leiden kann. Auf jeden Fall hat er hier seinen... sein Granatapfel-Tee und macht ein Bit in den Himmel, zack, was geht ab? Also hier hat Faust, hier hat Hand, Goldkette, hier hat Finger und hier hat Kapital. Richtig genial. Basketball, Bruder, guck, da hat er einfach einen Basketball, ist unterwegs am Quad, hier irgendwas. Nicht zu süß, schmeckt schön frisch, genau, wir wissen Bescheid. Und er lässt die Muckis spielen, guckt mal, man sieht Arme. Bruder, wir haben keine Arme gesehen bisher. Guckt euch das an. Die Dulli-Version, die GTA-Version, die Hater-Version, du dreckiger. Und hier natürlich die Mucki-Version, sehr... Adi? Sehr genial. Vielleicht stellen wir die auch so hin, die Brattees einfach so rum statt andersrum. Jetzt möchte ich euch aber mal dahinter stellen. Ich möchte mir die hier alle mal zurande ziehen und wir möchten die mal natürlich probieren, alle nacheinander. Angefangen natürlich mit Zitrone, denn Zitrone ist eigentlich die einfachste Sorte. Ich weiß nicht, muss man das rumschütteln? Eigentlich nicht. Manchmal setzt sich, wenn da so Schwarztee drin ist, auch irgendwie wo was unten ab. Wir schütteln das jetzt mal, wir machen den mal auf, probieren einfach mal den Brattee Zitrone. Und ich habe von vielen gehört, die Brattees sollen angeblich so extrem süß sein, dass ihr halb sterbt beim Trinken. Deswegen verstehe ich nicht, wieso extra darauf steht, nicht zu süß, ne? Nicht zu süß und dann alle so, boah, ist das süß, Junge. Vielleicht hätte man es auch kühlen sollen. Adi, was ist denn? Das ist Eistee. Guck halt. Ja, was ist jetzt? Komm, jetzt ist, du bist dran, Adi. Mache mal, komm, mach hier Eistee, Adi. Adi, Eistee, Adi. Gut, keine Adi da, so. Wir probieren jetzt sind wieder Katzenhaare dran. Wir probieren Zitrone. ml. Ist eigentlich eine gute Menge, müsste man sagen. Auch dass es in Tetrapack so kommt, ist eigentlich eine coole Idee. Der Deckel ist auch richtig cool zum Aufschrauben. Das Loch ist da, wo man draus trinkt. Was will man mehr? Aber zum Geschmack, es schmeckt halt einfach wie ein Eistee halt so. Hat genau denselben Geschmack, glaube ich, wie vom Krümeltee, der ja eigentlich nur aus Zucker besteht. Ihr euch einfach den Krümeltee irgendwo hinmacht, auflöst und dann habt ihr das kalt, Krümeltee-mäßig, so richtig Eistee-Zitrone. Aber wir haben ja ballert übertrieben krass, Pfirsich. Also ich finde, für den Preis von 1,49 ist das jetzt nicht unbedingt was ich jetzt unbedingt hier immer zu kaufen muss. Wo man natürlich dann sagen kann, boah, guck mal, ich trinke meinen übertrieben krassen Capital Bra Eistee. Schmeckt schön frisch. Ja, aber bis jetzt schmeckt es halt wie normaler Tee irgendwie. Wie normaler Zitronentee. Wir gucken mal, was Pfirsich kann. Bei Pfirsich würde ich sogar so weit gehen, zu sagen... Das schmeckt nicht wie dieser billige Krümeltee, komplett verzuckert und sonst was. Also der Zitrone erinnert mich an den Krümeltee. Der Pfirsich schmeckt doch wie ein
doch gehobeneres Produkt wie ein Lipton-Pfirsich-Eistee. Also könnt ihr euch jetzt entscheiden, kauft ihr Lipton oder kauft ihr Bra. Ist jetzt trotzdem aber halt Pfirsich-Geschmack. Ist okay, bis jetzt beste Sorte. Finde ich besser als Zitrone, weil es halt Pfirsich ist. Es gibt immer diese zwei Fraktionen von Pfirsich-Eistee und Zitronen-Eistee. Die meisten sind, also die meisten Leute, die ich kenne, bevorzugen eh Pfirsich-Eistee. Wie es bei euch ist, könnt ihr immer sagen. Pfirsich, also okay, schmeckt schon besser, nicht so billig, auch nicht so süß. Da fand ich den Zitrone süßer, obwohl der eigentlich sauer sein müsste. Schmeckt schön frisch. Hey, Granatapfel. Und wie sieht's hier aus bei unserem jetzigen Freund? Granatapfel, denkt man ja immer, ist auch irgendwie ein bisschen bitter. Riecht irgendwie einfach nur nach Heidelbeeren. Ja, wir probieren mal den guten Capital Bra. Riecht auf jeden Fall sehr süß. Riecht, wie gesagt, wie Heidelbeer irgendwas. Heidelbeer, Johannisbeer, was ist überhaupt der Unterschied? Ich habe keine Ahnung. Schmeckt, aber nicht so süß. Schmeckt irgendwie aber nach Arznei. Jetzt muss ich nochmal probieren. Irgendwie, wenn ich den probiere, denke ich, ich bin irgendwo in der Apotheke und habe mir gerade irgendwelche Pulmul-Bonbons gekauft oder sonst was. Und dann haben sie gesagt, ja, hier, nehmen wir das noch mit hier als Hustensaft oder Hustentropfen irgendwie. Ess das mal alles gegen deine Erkältung. Also ich finde, der Granatapfel hat irgendwie so einen Apothekengeschmack, ein bisschen chemisch. Vielleicht weiß ich auch einfach nur nicht, wie Granatapfel schmeckt. Das kann natürlich auch sein. Ist auf jeden Fall was Besonderes. Während wir Zitrone und Pfirsich als normale Noten haben, ist Granatapfel. Wer wollte schon immer mal eine Apotheke trinken, dem empfehle ich Granatapfel. Ich glaube aber, Pfirsich an sich schmeckt mir trotzdem besser. Auch wenn Granatapfel die interessanteste Sorte ist. Und wir haben noch Wassermelone, wo ich von vielen gehört habe, natürlich, dass Wassermelone wohl die Lieblingssorte sein soll. Die Sorte, die am meisten immer weggeht. Wir probieren Wassermelone, Capital Bra Tee. Nicht so süß, schmeckt schön frisch, wisst ihr Bescheid. Ich frage mich, wie Gurkensohn es geschafft hat, da 4 Liter zu trinken, also 8 Packungen oder irgendwas, wenn ich jetzt vom Probieren schon komplett voll bin und mir schlecht ist. Okay. Muss ich sagen, hat nicht nur eins der coolsten Bilder, scheint trotzdem auch irgendwo mit die interessanteste Sorte zu sein. Im Gegensatz zu Granatapfel schmeckt das nicht nach Apotheke. Es schmeckt eigentlich wirklich so, als würdet ihr gerade irgendwo am Pool chillen, ein Getränk zu euch nehmen, eine halbwegs fruchtige Note, die auch nicht zu sehr chemisch ist. Also dieses Wassermelone da, finde ich eigentlich recht akzeptabel. Muss sagen, ihr habt genügend Alternativen zu Zitrone und zu Pfirsich. Wenn, dann gönnt euch wirklich mal Granatapfel oder Wassermelone, wenn ihr was Besonderes probieren wollt. Und sagt dann mal selber, Granatapfel oder Wassermelone, was euch besser gefällt. Sind beide auf jeden Fall interessant vom Geschmack her. Ich glaube aber auch, Wassermelone wäre hier dann mein Favorit, ne, von den besonderen Sorten. Ansonsten ist, glaube ich, Pfirsich immer noch meine Nummer 1. Wenn man keine Experimente möchte, einfach Pfirsich, fertig, das war's. Und ich bin froh, dass ich endlich durch bin, denn ich war schon so weit. Ich habe die schon alle vier bei mir in meinen Einkaufswagen gepackt bei Amazon und wollte für 20 Euro diese 4 Packungen Tee kaufen. 20 Euro für den Tee. Und 6,99 nochmal für Versand. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
Das wären über 25 Euro gewesen. Nur für Capital Bra-Tee, wo ihr so 6 Euro hattet. Für alle vier. Kostenlos vor Ort. Das war's also jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.